Komm schon, Widerstand. Das hätte übel enden können. Glück gehabt. Sekte einfach nicht. Navi, die Kultisten machen eine Menge Lärm in der Werkstatt. Die stellen dort bestimmt ihre Konvois zusammen. Also sollten wir etwas dagegen unternehmen. Du hast Glück, dass Pastor Jerome sich eingemischt hat. Hey, Mädchen.
hier? Falls wir Eden's Geld auf dem County vertreiben wollen, müssen unsere Fahrzeuge immer gut in Schuss sein. Diese Werkstatt wird uns dabei helfen, die Straßen von den Peggys zu befreien. Ist eine wirklich große Anlage. Du solltest mal nachsehen, ob alle vollzählig sind. Ich sehe was, was ihr nicht seht! Gut, dass ich's noch drauf habe. Die Lebenden brauchen mehr als die Toten. Ach, diese Hurensöhne. Dauert nicht lang, dann brummt diese Werkstatt. Scheiße, Deputy. Ich freue mich, dich zu sehen. Dutch kaut mir ein Ohr ab, wie du es dem Kult besorgt hast. Also kannst du mir vielleicht auch helfen. Die Peggys haben uns am Silver Lake Trailer Park angegriffen. Wir konnten sie abwehren, aber die Wichser sind überall. Ich wollte mir hier meine Karre holen und ihn so richtig einheizen. Aber die müssen sie geklaut haben. Mein scheiß Todeswurm. Da ist ein M60 drauf. Wir müssen ihn zurückholen, bevor die Sekte anfängt, aus allem möglichen Schweizer Käse zu machen. Das Ding schluckt Benzin wie ich Bier. Mit etwas Glück müssen die Peggys bald nachtanken. Sieh mal bei der Golden Valley Tankstelle nach. Das ist die nächste. Autoreparaturen sollten nun leichter sein, jetzt wo die Sekte hier weg ist. Das ist fantastisch! Es kommen ständig neue Sachen hinzu! Wenn sich die Bewohner von Falls End nicht gegen die Sekte wehren können, dann kann es keiner. Du musst ihnen unbedingt helfen. Hallo, Ma'am. Howdy, Sir. Hallo? Ich brauche Hilfe. Irgendwer da? Super, dass du das von der Sekte zurückerobert hast. Mein Trupp wollte die Werkstatt verteidigen, aber es waren zu viele für uns. Wir wurden erwischt und eingesperrt. Sie wollten noch entscheiden, ob sie uns zu John, Jacob oder Faith schicken. Wenn du die Gegend durchkämmen und die anderen befreien könntest, wäre ich dir echt dankbar. Lass mich einen Moment durchatmen. Ich hasse Ladehemmung. Passiert zum Glück nicht oft. Krass, ich kann eigene Level erstellen. Ich habe gehört, dass hier Flugzeugteile herumliegen. Hallo, hier spricht... Die Sekte sucht an dir. Das Ding überhaupt auf? Ja, es ist an. Du machst das echt toll, Papa. Ich weiß, dass ich das toll mache. Du bist meinen Lenden entsprungen, Sohn. Du brauchst mir nicht zu sagen, wie ich mich schlage. Hallo, Kirk Robinson hier. Ich bin Veteran, Geschäftsbesitzer. Liebevoller Vater, ich liebe meine und ich will Senator für dieses Steiner sitzen bleiben und zusehen, wie dieser Staat von diesen gottlosen, waffenlosen Hippies in Kanada verwandelt wird. Die hören nicht auf, bis die Demokratie tot ist und wir alle nur noch Ketchup-Chips essen. Diese sirupsaugenden Sozialisten schleichen sich in unser Land
haben 300 verschiedene Geschlechtspronomen. Und denen ist unser Hohefleisch in der Unterhaltung unseren Ressort wegnehmen und ihre Weltverbesserungslehre predigen. Außerdem wollen sie unseren Frauen gratis Abtreibungen ermöglichen. Sobald ich im Amt bin, werde ich diese Gesundheitswesen neuen Einder als je zuvor. Ich werde Französischunterricht an den Schulen verbieten. Und ich verlange, dass alle Bewohner Montanas, die in Kanada geboren wurden oder die falschen politischen Ansichten teilen, nach Kalifornien unsere Einwanderungsgesetze verschärfen und eine 150 Meter hohe Eismauer an der Grenze errichten, die ich jedes Jahr etwas weiter nach Norden verschieben werde, bis Kanada wieder zu einem Teil der USA wird. Seid euch sicher, wenn ihr Kanadier seid. Oder dieser dreckige Scheidungsrichter, der meiner Frau ermöglicht hat, mir bei der Trennung mein Vermögen zu stehlen. Sind eure Tage gezählt? Ich bin Herb Drubman Senior und ich stehe hinter dieser Nachricht. Ich sehe nachts am besten. Ich werde nie genug Geld für einen Bunker haben. Echt ärgerlich. Mann, das ist das krasseste Spiel, das ich je gespielt habe. Schön, dass du wieder auf freiem Fuß bist. Wenn ich so reich wäre wie Sip, würde ich einen lebensgroßen Spielzeugrennkurs mit Loopings bauen. Wir könnten alle eine verlässliche Werkstatt gebrauchen. Wer Grace kennt, der weiß, dass sie keine halben Sachen macht. Die Ausrüstung in ihrem Bunker muss erste Sahne sein. Also wenn sie nicht verbrannt ist, meine ich. Es ist dunkler als im Arsch des Teufels hier draußen. Ich habe gehört, dass hier Flugzeugteile herumliegen.
Ruinieren wir ihm den Tag! Das war viel zu knapp. In Bewegung. Da kommt Ärger. Pass auf. Schon gut. Lass mich sicher bei frei. Wow, du bist ein Naturtalent. Du bist unterwegs. Bestimmt. Mann, guck mal. Mein Gott, vielen Dank. Die Sekte hat von dem Bunker voller Waffen auf dem Dover Spike-Gelände Wind bekommen. Wir sollten hin und dafür sorgen, dass sie ihnen nicht in die Hände fallen. Tu, was du tun musst. Soweit. Auf geht's. Bedürfnisse vieler. Alles noch dran. Sehr gut. Kaum zu glauben. Letzte Woche war alles, wovor ich Angst hatte, dass der Präsident über Social Media einen Atomkrieg anzettelt. Wir sind alle Sünder. Jeder von uns. Du, ich. Sogar der Vater kennt die Sünde. Nur alt, gut.
ich gehe da drüben hin. Ich glaube, das war's. Ich ertrage es. Was, verdammt? Kannst du mir helfen? Feinde voraus. Wer rettet uns Sie jetzt? Sie trotz Edens Geld. Als die Sekte die Schließung erzwang. Der Besitzer war nicht sehr glücklich. Angeblich hat. Er einen Deal mit dem örtlichen Widerstand wegen eines Vorratslagers dort. Ehrlich gesagt ist das schon ein bisschen eine Todesfalle. Sei mir dort lieber vorsichtig. Du musst den Vater töten. Alles noch dran und da, wo es hingehört. Verschwinden wir hier!
nicht gerade freundlich gestimmt. Genau mein Geschmack. Ich habe schon seit Tagen nichts mehr von Eli gehört. Ist wohl gegen Jacob Seed in den Krieg gezogen. Hab nur was von meiner Nichte Jess gehört. Sie meinte, die Sekte hätte das Sägewerk in ein Gefängnislager verwandelt. Fang am besten dort an. Hin. Ich rücke vor! Ich gehe da drüben. Bereit, wenn du es bist. Thank you.
hast ein echt großes Herz. Kannst kaum fassen, dass diese Wichse dort Gefangene gehalten haben, die nur auf ihre Indoktrinierung gewartet haben. Danke, dass du Jess da rausgeholt hast. Meine Nichte ist zwar echt knochenhart, aber sie hat ständig Ärger. Könntest du für mich nachsehen, wie es ihr geht? Schuss, mehr brauche ich nicht. Du kannst auf jeden Fall auf dich selbst aufpassen. Danke, dass du mich rausgeholt hast. Ich bin Jess. Wenn du dich hier draußen mit der Sekte anlegst, dann kennst du bestimmt schon meinen Onkel Dutch. Pass auf, ich habe nicht viel Zeit, also komme ich gleich zur Sache. Ich war einem von Jacobs Fanatikern auf der Spur. Nennt sich der Koch. Ja, klingt nicht so gefährlich, was? Aber glaub mir, das ist ein kranker Typ. Hab ihn fast erwischt. Aber eine Peggy-Patrouille hat es auf mich abgesehen. Ich brauche deine Hilfe. Diese Spur darf nicht kalt werden. Wenn du dich den Whitetails anschließen willst, ist das deine Chance. Und viel wichtiger, du hilfst dabei, ein übles Arschloch unter die Erde zu bringen. Wir müssen. Schon zu viel Zeit verschwendet. Mir nach. Hier lang. Dieser Ort darf nicht wieder in die Hände der Peggys fallen. Gut, dass wir so viele retten konnten. Niemand verdient es, in einem Käfig gehalten zu werden. Siehst du? Halb verbrannt. Die verdammte Sekte krallt sich jeden. Die zerren dich aus deinem Haus, aus der Bar, sogar aus der Kirche. Denen ist egal, wo du bist. Sie stecken dich in eine von zwei Schubladen. Schwach oder stark. Jacob baut sich eine Armee auf. Und jeder, der nicht für ihn kämpfen kann oder will, ist so gut wie tot. Die Herde ausdünnen nennt er das. Massenhinrichtung Unschuldiger. Alle dachten, das wäre nicht wahr, weil es keiner glauben wollte. Ich gehe. Hoffentlich hast du was Brauchbares gefunden. Ich hoffe, das Glück verlässt dich nicht. Die Bedürfnisse vieler. Und dann ist da noch der, nach dem wir suchen. Der Koch. Er ist einer von Jacobs Lieblingen. Der, der die Reinigung bleibt. Es gibt da diese Sache mit dem Stuhl, die Jacobs Gefangene durchmachen müssen. Und zwar im Grandview. Lass dich da... Vorsichtig. Unten bleiben. Feinde voraus. Scheiße. Du hast es nicht so mit dem Schleichen, was? Aufpassen! Hey!
Okay, das ist doch der Koller. Den Kopf und wenn sie uns entdecken, sind die Geiseln tot. Wenn wir die nicht durchsuchen, tut jemand anderer. Wie konnten die mich kriegen? Alles noch dran und da, wo es hingehört. Dieser Tag ist echt das Beste. Die werden nicht einen von uns verschont. Was für ein Haufen Arschlöcher. Wenn du mich hier lässt, bin ich so gut wie tot. Psst. Ich brauche Hilfe. Ich breche dich nicht. Was war das? Du musst mir helfen. Die sind total verrückt. Hey, die Geiseln. Nicht sterben. Ich bin ganz erkannt, dass ich so überrumpelt wurde. Es gibt noch mehr von uns. Der Koch, er hat die anderen auf den Berg gebracht. Das wird die Sekte mir büßen. Vielen Dank. Der Koch. Keine schlechte Idee, das mitzunehmen. Auf den Berg gebracht. In dieser Gegend weiß man nie, auf wen man stößt. Alles, was ich über die Jagd weiß, habe ich von. Wir haben unsere eigenen Bunker, aber keinen wie den, den Jacob gebaut hat. Das Ding ist scheiß groß. Hey, hast du Zeit? Freunde von mir mussten auch Jacobs Prüfungen durchlaufen. Du musst echt besorgt um deinen Kumpel Pratt sein. Zeig's ihnen. Wie konnten die mich kriegen? Ich werde dich tun, bis wir unsere Heimat. Hol mich hier raus. Ich habe keinen Ausweg mehr gesehen. Zum Glück warst du da. Danke. Da waren noch andere. Sie haben sie auf den Berg gebracht. Okay. Legen wir los. Willst du wissen, warum sie ihn den Koch nennen? Vor ein paar Jahren hat Jacob einen seiner Leute losgeschickt, um eine Familie abzuholen. Eltern und Kinder. Als erstes hungerte er sie aus. Gab ihm nichts. Noch nicht mal Wasser. Nach 3 Tagen waren sie so durstig, dass sie ihre eigene Pisse trinken mussten. Aber die Kinder wollten nicht. Also haben die Eltern sie gezwungen. Sie haben es gleich wieder ausgekotzt. Das gefiel dem Koch nicht. Also hat er die Eltern an Pfählen in der prallen Sonne aufgehängt. Warte. Ich glaube, ich habe was gehört. Jacob weiß, wie er sich in deinen Kopf schleicht. Er verdreht die Wirklichkeit, bis du den wahren Weg verlierst. Was da los ist. Die werden sie hinrichten. Geh vor. Ich halte dir den Rücken frei. Denk dran, wenn sie uns sehen, sind die Leute sofort tot. Ich kann mich nirgends verstecken. Diese Judges riechen Angst meilenweit. Wir sind erledigt. Tja, das versuchen die nicht nochmal. Lang lebe der Widerstand. Hey, du kannst wirklich schießen. Ich krieg keine Luft mehr. Hey, hallo, Ma'am. Siehst müde aus, Mädchen. Hilf! Oh mein Gott! Danke. Gehen wir. Ich hab das Kämpfen so satt. Ich bin nur froh, dass Eli auf unserer Seite ist. Er ist der Einzige, den es zu kümmern scheint, was mit uns passiert. Eli macht sich Sorgen.
Er sagt zwar nicht, Koch hatte also die Eltern an Pfähle gebunden und wollte den Kindern etwas Wasser geben. Und dann fragte er sie, ob sie Hunger hätten. Verhungern sagten sie ja. Begann um Essen zu betteln. Ob sie Schweinefleisch wollten, fragte er. Das wollten sie. Also ging er zu den Eltern raus, zog ihnen die Schuhe aus und begann. Das kleine Schweinchen ging auf den Markt zu spielen. Und das Blut floss in Strömen. Der Koch grinste breit, als er den Kindern die Stückchen hinhielt. Sobald Jacob dich auf den Stuhl setzt, war's das. Dann bist du erledigt. Keine Schweinchen mehr übrig. Also lachte er und zündete die Eltern an. Die Luft füllte sich mit dem süßlichen Geruch von brutzelndem Fleisch. Ich werde diesen Geruch nie vergessen. Als sie endlich zu schreien aufhörten, sah ich mich um und er war einfach weg. Verschwunden. Wie eine Katze in der Nacht. Nennen Sie ihn jedenfalls einen Koch. Jacob spricht nur von Opfern. Verflucht, haben wir nicht schon genug geopfert? Sehen wir uns das mal an. Die Schwachen sind unrein und unwürdig. Der widerliche Koch. Ihre Seelen werden von Unflat gegeißelt. Verdammt, er verbrennt sie. Als kocht er sie mit dem Feuer. Die Schwachen sind unrein und in Bewegung. Ihre Seelen werden von Unflat gegeißelt. Hatte recht. Der Koch ist tot und ich fühle gar nichts. Ich wollte immer nur diesen Typen finden und jetzt? Ich weiß nicht, was. Was soll ich denn jetzt tun? Dutch hatte in letzter Zeit mit vielen Sachen recht. Die Sekte. Eli. Vielleicht liegt er ja auch bei dir richtig. Wenn du jemanden brauchst. Aufpasst. Sag Bescheid. Und danke für alles, was du getan hast. Verstanden, bin unterwegs.
Jeder, der mein Zuhause bedroht, muss sterben. Ganz einfach. Sehr gut. Du verlässt die Welt noch nicht, Kumpel. Ich gehe da drüben. Ich sehe, was ihr nicht seht. Keine schlechte Idee, das mitzunehmen. Leben, wenn man was hat, wofür man kämpft. Hey, willst du helfen? Hey, hast du eine Sekunde? Das hast du gut gemacht. Viele Leute gerettet. Danke. Pass auf, ich kenne die Wichser. Die sind wie ein Uhrwerk. Die Trucks, die die nächste Ladung Rekruten einsammeln sollen, sind schon auf dem Weg. Ich will eine kleine Willkommensfeier ausrichten, wenn sie durch das Tor kommen. Wir jagen diese Trucks in die Luft, sodass sie nie wieder benutzen können. Was immer wir tun, wir dürfen sie nicht entwischen lassen. Du bist nicht wie die anderen Cops, die ich kenne. Die verfluchten Peggys treiben alle zusammen. Chad ist hier irgendwo in der Nähe. Lass uns vergewissern, dass ihm nichts passiert ist. Dass wir noch einen Whitetail verlieren, hätte uns gerade noch gefehlt. Na gut. Käfige abreißen.